Hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand. Und heute möchte ich euch zum neuen Jahr ganz herzliche gute Wünsche schicken. Hier aus Mallorca noch. Demnächst geht es dann weiter. Ich habe noch ein bisschen was vor mir mit meinen Zähnen. Aber trotz alledem, für die Zeit, in der ich dann ein bisschen mich ausruhe, möchte ich euch ein bisschen was mitgeben, möchte ich euch meine Eindrücke vermitteln von den Dingen, die ich jetzt so wahrnehme. Und ich habe ja auch schon ein Video gemacht, was passiert im Jahr 2023. Und jetzt soll es nochmal um einen Punkt ganz im Besonderen gehen. Und zwar, was haben wir gelernt? Ich nehme nämlich jetzt wahr und stelle fest, dass viele Freilernergruppen jetzt wieder an Zulauf verlieren. Und warum ist das so? Das ist natürlich so und das ist ja auch schön, weil die Kinder brauchen keine Tests mehr, sie brauchen keine Masken mehr. Also ich hoffe, das ist dann noch aktuell, wenn ich das hochlade. Denn in Österreich ging es ja dann auch noch mal los. In Wien zumindest wurde das den Schulen freigestellt. Und es geht einfach darum, ja klar, es ist schön und wir schicken dann die Kinder wieder in die Schule und wir machen dies wieder und wir machen das wieder und wir fühlen uns freier. Na klar, wir fühlen uns auch freier beim Reisen, ne? Ohne Tests an Grenzen und so weiter und so fort und alles Mögliche. Natürlich fühlt man sich dann freier. Ich frage mich nur, was haben wir tatsächlich gelernt? Was haben wir mitgenommen aus dieser großen Krisenzeit, ja, wo jetzt Aufarbeitung stattfindet, wo Dinge ja angesprochen werden, in anderen Ländern wahrscheinlich etwas mehr als in Deutschland. Und was ist das, was wir wirklich wollen? Ja, wie gut haben wir reflektiert, wie schnell das damals alles ging? Ja, wie gut haben wir reflektiert, was alles möglich war und was wir alles mittragen mussten? Ja, wie tief haben wir verstanden, wo wir hinwollen und was davon verfolgen wir jetzt noch weiter? Ja, weil das ist für mich eigentlich dieser Punkt. Hört nicht auf jetzt, weil einiges im Außen vielleicht etwas leichter zu sein scheint. Hört trotzdem nicht auf, eure Ziele zu verfolgen. Ja, hört trotzdem nicht auf, euch selbstständiger zu machen, euch autarker zu machen. Ja, also wir brauchen auch wahrscheinlich noch ein neues Solarpanel, weil es einfach nicht reicht im Moment, ne, mit der Sonne, die nicht so einen hohen, also die nicht so hoch steht. Hört nicht auf damit zu hinterfragen, hört nicht auf damit, auf diesem Weg, den ihr gezwungenermaßen zum Teil angefangen habt zu gehen, hört nicht auf diesem Weg weiterzugehen, weil das ist eigentlich das, was uns diesen ja viel besprochenen, viel beschriebenen Wandel bringen wird. Es sind die kleinen Menschen. Ja, ich sage ja immer so gerne, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können große Dinge bewegen. Ja, wenn wir viele kleine Dinge tun und es muss nicht jeder alles machen. Ja, das habe ich ja auch gesagt in dem Video zum Jahr 2023. Nicht jeder muss alles verbessern. Nicht jeder muss perfekt sein in allem. Ja, schau, was ist dein Herzensthema? Welches Thema ist bei dir getriggert worden sozusagen durch die letzten 3 Jahre? Durch die letzten, ja, 2, 3 Jahre mit diesem großen Thema, was da kam. Welche Themen sind da angetriggert worden und was hast du wieder ein bisschen vernachlässigt? Was hast du wieder ein bisschen schleifen lassen? Denn 2023 ist ein tolles Jahr, um genau da weiterzumachen. Ja, jetzt nicht aufzuhören und zu sagen, ja, jetzt ist ja alles wieder schick. Schauen wir mal, wie lange, ja. Ohne irgendwelche Ängste zu schüren, ja, ihr wisst ganz genau, was ich damit meine, weil wir können immer dann glücklich sein und frei sein, wenn wir auch ausstrahlen, dass wir das wollen und wenn wir Dinge tun, ja, wenn wir wirklich in die Handlung kommen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich backe jetzt mein Brot selber, okay, ich gehe jetzt weiter auf dem Freilernerweg. Ich reise jetzt weiter. Ich ziehe jetzt nicht wieder zurück. Oder ja, wenn ihr den Weg weitergeht, bis er wirklich zu Ende gegangen ist. Und bis wir wirklich die Freiheit haben, zu entscheiden für unsere Kinder. Und nicht nur das, sondern bis unsere Kinder wirklich die Freiheit haben, für sich zu entscheiden. Ja, das ist ja das große Ziel, dass sie wirklich für sich entscheiden können. Möchte ich das? Geht mir das da gut? Und zwar ohne irgendein Gutachten von irgendwelchen Experten. Ja, dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch mal hier oben. Und schaut wirklich, wie weit bin ich in mir gefestigt, wie weit folge ich wirklich dem,
was ich in die Welt tragen will. Ja, wie weit folge ich noch dem, was ich für mich erkannt habe? Wie setze ich das um in Handlungen, in Meinungsaustausch? Wie setze ich das um in mein Kaufverhalten? Wie setze ich das um in meinen Lebensstil? Ja, was für gute Dinge habe ich implementiert durch diese langen Jahre jetzt der Auf und Abs und der Unsicherheiten? Was habe ich da implementiert, was ich vielleicht jetzt habe ein bisschen schleifen lassen, weil eben gerade der Druck mal raus ist, aber da einfach weiterzumachen, weil es ist wirklich jede Veränderung, ja, ob das jetzt ist, ob man einen flachen Bauch haben will oder ob man die Ernährung umstellen will oder ob man auch mit seinen Kindern liebevoller umgehen will, alles das kostet Kraft immer wieder und dran zu bleiben. Und ich möchte euch mit diesem Video hier einfach nur noch mal dran erinnern, dass ihr die Kraft habt, in euch dran zu bleiben. Und manchmal vergessen wir es einfach im Alltag. Und dafür sind ja meine Videos unter anderem eben auch da, dass wir nicht vergessen, wie vielen Kindern es schlecht ging, dass wir nicht vergessen, wie wir gespalten waren und eigentlich, wenn wir wirklich mal ganz tief kratzen würden, auch noch sind, ja, dass wir nicht vergessen, wofür wir stehen, wofür du stehst, für welche Entwicklungen, für welche Visionen gehst du und was willst du in die Welt bringen und bringst du das noch in die Welt oder ist es jetzt dann schon wieder ein bisschen vergessen, ja, und das darf ich mich auch immer selber wieder fragen, weil wir dürfen am Ende einfach ganz, was soll ich sagen, wir dürfen ganz wahrhaftig werden, ja, also dass wir auch das Leben, was wir erzählen, dass wir auch versuchen, Stück für Stück Inspirationen umzusetzen, aus Videos, aus kleinen Posts, ja, dass wir immer weitergehen auf diesem Weg, denn das ist das, was am Ende zum Erfolg führen wird, denn wenn wir Ursachen setzen, irgendwelche Ursachen, dann muss irgendwas darauf folgen, ja, und wenn ich jetzt die Ursache setze, ich kaufe mir Fastfood, dann erfolgt irgendwann vielleicht Krankheit, vielleicht, dass wir uns nicht so fit fühlen, vielleicht, dass wir ja uns nicht so gut fühlen, dass es uns nicht so gut geht, oder wenn ich jetzt gerade mal mein Zahnthema jetzt die Ursache setze, okay, ich warte lieber mal noch 3-4 Jahre und dann lasse ich den Zahn rausnehmen, dann setze ich auch eine Ursache. Und wenn ich sage, es ist jetzt beschlossene Sache, es geht jetzt raus, weil ich weiß, dass es mich schwächt und dass es mir nicht gut tut, dann kann ich schon vorher weitergehen und einfach zu schauen, wie geht's euch, was wollt ihr, was willst du wirklich machen in deinem Leben und was kannst du auch tun, ja? Also einfach auch nochmal ein bisschen Bilanz ziehen, was war mir zu aufwendig, was kann ich nicht leisten? Ja, also in dieser Balance bleiben für dich ist immer ganz, ganz wichtig. Aber eben auch zu schauen, was kann ich tatsächlich leisten und was habe ich vielleicht ein bisschen vergessen, was ist vielleicht wieder in den Hintergrund getreten und dann einfach ganz kraftvoll vorauszugehen und einfach mit dem Sein, das du bist, weiter zu strahlen und weiter deine Dinge zu fühlen und dann auch umzusetzen. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen Motivation geben für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Denn meistens sind die ganzen guten Vorsätze ja sowieso schon lange in uns drin. Und es geht einfach darum, genau in dem Moment, wo du am Kühlschrank stehst, ja, und genau irgendwas dir greifen willst, wo du weißt, es macht mich krank, das tut mir nicht gut. Genau dann zu sagen, nein, ich tue das jetzt in den Müll. Ich brauche das nicht mehr. Oder genau in dem Moment, wo du laut werden willst und wo dir alles zu viel wird und wo dein Ego die Überhand bekommt und wo du dein Kind anschreien willst, genau in dem Moment zu sagen, dazu hatte ich auch schon ein schönes Video gemacht, das verlinke ich mal hier oben, welche Tricks es da gibt, genau in dem Moment zu sagen, ich probiere jetzt mal das aus. Ja, ich probiere jetzt mal einen der Tricks aus oder ich probiere jetzt mal, ob ich das auch anders machen kann. Ja, oder genau in dem Moment, wo du deinen Partner wieder anflappen willst, genau dann zu sagen, okay, ich atme jetzt, ich schaue jetzt, was war mein Teil daran. Ja, und genau diese Momente, wo wir immer denken, ach, ist doch eh alles egal. Ist doch jetzt sowieso alles egal. Dazu hatte ich auch schon mein Video gemacht. Genau in den Momenten dann zu sagen, ich entscheide mich jetzt, und wir können uns in jeder Sekunde wieder entscheiden für mich. Ich entscheide mich für das, was ich mir vorgenommen habe. Und natürlich können wir auch mal
in Anführungsstrichen schwach werden. Ja, wenn wir das bewusst tun und wenn wir sagen, ich gönne mir das jetzt mal. Ich merke das, ich brauche das jetzt, ich muss jetzt mal einen Meltdown haben, ich muss jetzt mal ausrasten, ja, dann gönnt euch das. Also am besten nicht vor den Kindern, aber dann gönnt ihr das und dann macht das, ja. Und dann wieder zurückfinden, ja. Dann geht's trotzdem immer weiter. Ja, wenn du das Gefühl hast, jedes Jahr, es ist ein Stückchen besser geworden, es ist ein Stückchen mehr geworden. Ich bin stolz auf mich. Ja, dann sei stolz auf dich und ja, schalt wieder ein beim nächsten Video, wenn dir das Video Motivation und Kraft gegeben hat. Und ich freue mich über das Teilen, ich freue mich über eure lieben Kommentare, ich freue mich über alles, was wir im Austausch miteinander kreieren. Ja, also in diesem Sinne, ganz viel Freude im nächsten Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao.